Hallo lieber Wassermann und willkommen zu deiner Tarot-Wochenbotschaft für die Woche vom 5. bis 11. Februar. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, die nicht für jeden Wassermann passt. Lass dich einfach von dem inspirieren, was dich anspricht und den Rest, den lass beiseite. Und ich habe hier die Wiedergeburt für dich gezogen. Die Karte sagt, dass eine Chance tiefer Transformation vor dir liegt, ja. Und wenn wir wiedergeboren werden, beziehungsweise wenn irgendetwas in unserem Leben wiedergeboren wird, ein Teil von uns wiedergeboren wird, dann ist das einfach immer eine neue Chance, etwas, was nicht funktioniert hat, neu zu beleben, nochmal von vorne anzufangen. Und wir schauen das einfach gleich weiter an in den Karten. Wir schauen weiter in die Mondkarten für den Wassermann. Die Mondkarten sagen, lass nicht zu, dass dir dein Stolz im Weg steht. Und ja, das ist einfach ganz oft so eine Sache in unserem Leben, dass wir uns keine Blöße geben wollen, dass wir vielleicht nicht um Hilfe bitten wollen, meinen selber stark sein zu müssen. So diese Dinge, die sind in der Regel, sind sie ja schon ganz gut und hilfreich, aber manchmal können sie uns im Weg stehen. Und von dem her gilt es für dich in der Woche zwischen dem 5. und 11. eben genau abzuwägen, wann es wichtig ist, stolz zu sein und wann einem der Stolz eben auch mal im Weg stehen kann. Gut, wir schauen weiter in die Tarotkarten für dich. Ich ziehe auch für den Wassermann wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Und hier liegt auch schon eine Glückskarte. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Und wenn dein Thema aktuell die Liebe ist, ja, dann kann es sein, dass sich hier in der Liebe etwas wiederbelebt. Fällt mir gerade so ins Auge, wenn ich die Karten hier auslege. In erster Linie ist es so, dass dieses Thema Wiedergeburt, diese neue Chance für dich einfach eine wahnsinnig glückliche Fügung ist. Ja, dass sich vielleicht auch ein Wunsch erfüllt, den du verloren geglaubt hast. Ja, der Stern ist immer eine Wunscherfüllungskarte, eine Karte, wo wir von einer außergewöhnlichen Energie umgeben sind, ja, die einfach so die Grundlage dafür bereitet, dass wundersame Dinge in unserem Leben geschehen können. Das bedeutet nicht, dass einem immer alles von selber vor die Füße fällt, ja, aber die Energie, um etwas neu zu beleben, die Energie der Wiedergeburt, die umgibt dich in dieser Woche und die kannst du dir einfach nutzbar und zugänglich machen. Und wir haben hier die 6 der Kelche, ja, und hier geht es ganz oft darum, dass wir den Weg mit jemandem gemeinsam gehen, dass wir das Leben mit einem anderen Menschen genießen. Das heißt, du hast hier wirklich eine sehr gute Energie, um Freundschaften, Verbindungen, Beziehungen, alles, was zwischenmenschlich ist, wiederzubeleben. Es kann aber auch sein, es bezieht sich in deinem Fall auf etwas, was dir Freude macht, was du genießt, was du brauchst, um dich in deinem Leben wohlzufühlen, wohlzustehen. Ja, Wohlstand bedeutet immer wohlzustehen. Die geistige Welt sagt, ist, dass die Dinge sich sehr schnell entwickeln können in dieser Woche. Ja, möglicherweise überschlagen sich die Ereignisse und diese 8 der Stäbe, die Schnelligkeit im Tarot von Crowley, die zeigt auch immer an, dass etwas, wovon wir denken, dass es sich erledigt hat, dass es nie wieder funktioniert, dass es einfach keinen Zweck mehr hat, sich von einem Moment auf den anderen um 180 Grad drehen kann. Und ich meine auch tatsächlich 180 Grad und nicht 360. Eine 180-Grad-Wendung bedeutet ja, dass sich etwas umdreht. Ja, wie ein U-Turn. Wir haben hier die 6 der Schwerter. Ja, du kommst am Ende einer Reise an. Ja, es mag sein, dass du in den letzten Wochen, Monaten in irgendwelchen Lebensbereichen das Gefühl hast, du sitzt zwischen den Stühlen
Oder du bist aus etwas Altem schon rausgewachsen und das Neue ist aber einfach noch nicht greifbar und die geistige Welt sagt, dass hier auch langsam wieder Boden unter die Füße kommt, ja, und dass du hier am neuen Ufer weitergehen kannst, ja. Das kann sich aber auch einfach darauf beziehen, dass du geistig auf einer Reise warst, wo du einfach denkst, irgendetwas geht nicht mehr, irgendetwas hat keinen Sinn mehr. Und dann dreht es sich eben um diese 180 Grad nach diesen U-Turn und du kannst hier ja neu weitermachen. Und was eben hier auch noch mit reinkommt, ist diese zwei der Kelche, die immer zeigt, dass die Liebe fließt. Und wir haben hier unten die zwei der Stäbe. Ja, die eben immer diesen Blick in die Zukunft zeigt, den Blick in die positive Zukunft zeigt und eben auch hier zeigt, dass es gemeinsam mit anderen weitergehen kann. Und wie gesagt, das kann sich auf die Liebe beziehen. Ja, hier liegt definitiv die Chance, dass wenn irgendetwas in der Liebe verfahren ist, ja, irgendetwas nicht funktioniert hat, dass sich das in dieser Woche, dass diese Woche einfach das energetische Potenzial dafür bietet, dass es sich wenden kann, wenn es sich wenden soll. Das kann sich aber, wie gesagt, auch auf Herzensprojekte beziehen, ja, dass du irgendetwas, irgendein Projekt machen möchtest und einfach denkst, es hat keinen Sinn mehr und in dieser Woche macht es dann auf einmal Klacks, dann kommt hier einfach wie dieser zündende Moment, der einfach bewirkt, dass sich eine Situation ja zu 100% verändert, ja, dass etwas, was unzugänglich war, sich auf einmal öffnet, ja, dass jemand, der sich möglicherweise geweigert hat, mit dir zu sprechen, der dir auf Nachrichten nicht geantwortet hat, auf einmal von selbst auf dich zukommt oder eben auch möglicherweise antwortet, wenn du es nochmal versuchst, wobei dass hier schon auch eine Energie ist, wo man einfach genau abwägen muss, probiere ich es nochmal, bin ich derjenige, der schreibt oder bleibe ich einfach energetisch offen und hoffe, es kommt zu mir, weil wenn es von selber kommt, dann ist es ja oft auch so ein Fünkchen mehr wert, ja. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass du wirklich gemeinsam mit anderen in die Zukunft gehst, dass hier positive Energien fließen, dass auch liebevolle, verständnisvolle Emotionen fließen. Und ja, du hast hier einfach eine Riesenchance der Transformation und Wiedergeburt, ja. Ich ziehe dir für diese Woche auch noch einen Edelstein. Mit den Ozean Jaspis, ja, der sagt, schedule yourself in. Und hier in dieser Legung würde ich das so interpretieren, dass du einfach schaust, dass in deinem Leben alles passt, dass in deinem Leben und von deiner Seite aus alles getan ist, was getan werden muss, damit diese Transformation, ja, diese Wendung um 180 Grad in deinem Leben stattfinden kann. Ja, lieber Wassermann, soweit Einblick in die Karten für dich für die kommende Woche. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Hallo nochmal, lieber Wassermann, und hier gebe ich dir jetzt ein paar Infos über eine Geburtstagsjahreslegung, weil die Wassermänner in dieser Zeit des Jahres Geburtstag haben. Bei einer Geburtstagslegung lege ich zunächst auch diese 12 Karten aus für 12 Monate und je nachdem, wann dein Geburtstag ist und wann mich deine Anfrage erreicht, besprechen wir, in welchem Monat deine Legung anfängt und wann das eben aufhört. Es kann beispielsweise sein, wir fangen hier im März an, haben dann den April, den Mai, den Juni, den Juli, den August, den September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Ja, dann wäre das quasi der Februar im kommenden Jahr und du hast dann eben auch einen Überblick über ein Jahr, das wann immer beginnen kann, wann dir das gerade passt. Also wir beginnen eben immer mit einem ganzen Monat
Und ja, es ist wie in der normalen Jahreslegung, die ich immer für das neue Jahr mache, dass ich eben immer die erste Karte aufdecke. Die erste Karte ist immer ein Öffner für die Jahresenergie. Leg dann eine zweite Karte drauf. Ja, das ist immer etwas, was, wie soll ich sagen, dieses zweite Kartendeck wähle ich immer speziell aus. Und dann kommt eine dritte Karte obendrauf. Und am Ende, wenn die Karten alle aufgedeckt sind, dann sieht das ungefähr so aus. Und zum Schluss gibt es natürlich immer eine Affirmation, die dich auch noch mal durch dein Lebensjahr begleitet. Ja, und wenn dich das interessiert, wenn du dich für so eine Geburtstagsjahreslegung interessierst, findest du alle Infos auf meiner Website und den Link dazu findest du unter dem Video. Alles Liebe!